Ja, hallo und herzlich willkommen wieder. Oh, natürlich, bei Darkstar One. Und natürlich auch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns im Zusamoi-System, so wie ich das lese. Oder Zusamoi, das ist Zusamol. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das hier gerade zu interpretieren. Wir sind bei den Raptoren, wenn mich nicht alles täuscht. An der Grenze zum Mortok-Gebiet, genau. Wenn wir uns die Karte hier mal anschauen, haben wir hier eine Nebenmission laufen, einen Kill-Auftrag, ein Piratensystem, das es zu putzen gilt, und hier unten geht die Story weiter. Mal schauen, ob wir das alles unterkriegen. Wir werden uns mal Schritt für Schritt dran wagen. Mein Schiff ist entsprechend wieder ausgerüstet mit Raketen und so weiter. Von daher schaut es eigentlich ganz gut aus, dass wir das hinkriegen. Und ja, jetzt probieren wir es einfach aus und schauen, was passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, wir lassen uns wie gehabt einfach mal überraschen, was da auf uns zukommt. Es hilft allerdings immer, ein Ziel auszuwählen, damit man auch den Hyperraumsprung nutzen kann. Neue Nachricht des Galaktischen Rates am Terminal abrufbar. Religiöse Opferriten und das Gesetz. Das klingt aber nicht so toll. Ein Artefakt. Und Borja haben wir hier auch schon irgendwo. Kann ich den anfunken? Keine nennenswerten Schäden zu melden. Okay. Mal hier ein bisschen leiser. Sonst dröhnt es über das Mikrofon hier voll mit rein. Oh, Meister! Und schon haben wir den Auftrag erfüllt. Sehr nett. So. Kurz als Randnotiz. Im Moment läuft das Spiel auf Schwierigkeitsgrad 2, was sich im Moment wieder mal als relativ einfach herausstellt, im Gegensatz zu den anderen Piratensystemen, mit denen ich vorher zu tun hatte. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier noch das Artefakt einsammle und dann hier rüber in das Piratensystem reise. Mal sehen, wie sich die Piraten dann anstellen. Wie schwer das ist. Vielleicht kann ich ja dann inzwischen wieder auf Schwierigkeitsgrad 3 hochstellen, so wie es am Anfang vorgesehen war. Wo ist jetzt hier der Eingang? Da war der Eingang. Oder? Hä, ich glaube, ich häng. Okay, ein Riesenteil und ich kann mich dort trotzdem verfranzen. Sowas auch. Sind auch schon wieder im Anmarsch. Zeig
es nicht. Die Musik verrät alles. Noch eins bis zum nächsten Upgrade. Gut. Damit kann ich leben, dass ich noch ein Artefakt brauche bis zum nächsten Upgrade. Das wird nicht ewig dauern. Hatschi, Gesundheit. Danke. Entschuldigung. So. Schauen wir mal, dass wir uns die Piraten hier noch vorknöpfen. Ist erledigt. Nummer 2 ist erledigt. Gut. Du solltest dich um diesen Raptor kümmern. Ja, ja. Nummer 3 ist erledigt. Meine Schilde versagen! Nummer 4 ist erledigt. Nummer 5. Nummer 6. Und das war's dann auch schon. Cool. Ging ja richtig gut und ich habe nicht mal Schaden genommen. Jetzt wirkt Schwierigkeitsstufe 2 schon fast wieder zu einfach. Mal sehen, was die Piraten jetzt erzählen. Ich hasse Gegner, die ich nicht sehen kann. Ich blas dich weg, du Gendefekt. Hab ich das richtig verstanden? Gar keinen Rumpf mehr. Gib mir Deckung! Wo willst du hier Deckung finden? Klasse! Wir haben wieder genügend Artefakte für ein Schiffsupgrade zusammen. Sehr cool. Genauso stelle ich mir das vor. Irgendwie war das ziemlich leicht. So. Wenn ich jetzt den Rumpf erhöhe, kriege ich mehr Rumpfstabilität. Das ist schon mal nicht schlecht. Und die Ausrüstungsklasse geht hoch. Da habe ich dann rund 300 Hitpoints, wenn ich das mache. Bugwaffen 3, es ändert sich nichts. Wendigkeit geht hoch. Naja, gut.
Wenn ich das mache, alle Aufladeraten werden gesteigert und die Trägheit durch Fracht geht runter. Ausrüstungsslots habe ich dann 5. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so, dass mein Schiff ein bisschen länger durchhält. Nächster Zeit. So, wo können wir uns jetzt hier austoben? Um die Darkstar One legt sich ein Plasmafeld, das die Schildaufladung unterstützt. Bei höherem Ausbau reduziert sich außerdem der Schildschaden. Das ist nicht schlecht, ja. Was habe ich jetzt hier? Overload? Und EMP? Weit einen Plasmastrahl ab. Legt das Waffenleitsystem getroffene Schiffe außer Gefecht. Später auch den Antrieb. Das denke ich ist mal noch ganz interessant. Ich würde trotzdem sagen, ich baue mir hier mal diese Sachen komplett aus. Bevor ich auf andere Sachen übergehe. So. Das ist ja interessant. Jetzt ohne Scheiß. Dadurch, dass ich die Piraten alle gemacht habe, habe ich ein Artefakt bekommen und da hinten in dem Asteroiden ist noch eins. Nett, das nehme ich gerne mit. Ist der Eingang. Bis zum nächsten Upgrade. Das ist aber nicht viel. Okay. So, dann schauen wir mal, dass wir eine Route darüber kriegen.
Ich werde mal hier in dieses System reinspringen. Wie heißt's denn? Tamburg. Und ja, von dort aus will ich mal sehen, dass wir hier dann in das, was ist denn das? Ins Nostromo-System kommen, wo wir uns hier Raptor Alpha. Jo. In ein unbekanntes System scheinbar vordringen. Komplett unbekannt. Schauen wir einfach mal, was das wird. Habe doch jetzt hier das Ziel angegeben. Neue Navigationsdaten. Der Das ist Flixtrain. gerade noch mal gut gegangen. Schön. Ich darf jetzt hier rüber hupfen. Okay. Neue Navigationsdaten. War ja auch nicht anders zu erwarten. Ui! 1, 2, 3, 4, 5 Artefakte. Wie cool ist das denn? Gut. Dann werden wir trotzdem jetzt mal hier zur Geschichte weiterreisen. Und hier gleich mal das erste Artefakt einsammeln. Noch eine neue Nachricht des Galaktischen Rates. Und um was geht es? Rohstoffknappheit abgewendet. Naja, immerhin. Ist doch gut. Nochmal neue Navigationsdaten. Und ein Artefakt in der Liste. Was will ich denn noch mehr? Also los.
und noch ein Artefakt in der Liste. Her mit dir. Sich jetzt schon wieder Piraten breit nach der Musik zu urteilen. Nö. Wunderbar. Es läuft ja direkt komplett ohne Zwischenfälle im Moment. Was will ich denn noch? Eine Kontaktperson. Segen über dich. Du möchtest also auf diese Forschungsstation. Bei Elosus, das wird nicht leicht. Die Behörden werden so nervös. Wenn jemand aus dem Mortok-Gebiet kommt, verstehst du? Aber ich werde mich trotzdem für dich einsetzen. Dafür möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Hier sind zwei Ladungen mit edlem Shaska-Schnaps. Bring sie ins Nispin-System. Für einen jungen, aufstrebenden Piloten wie dich ist das eine Kleinigkeit. Ich werde langsam zu alt für sowas. Gut. Ich soll also diesen gewissen Mitri vor der Handelsstation treffen und ihm den Shaska-Schnaps ins Nispin-System transportieren und darf dabei nicht geschnappt werden. Ganz klasse. Sei gesegnet. Ist dein Glaube stark genug für einen harten Kampf? Der Nostromo-Konzern beschuldigt uns, einige ihrer Anlagen im Zarek-System sabotiert zu haben. Alles Lüge. In Wirklichkeit wollen sie die Schürfrechte für einen der Monde haben. Doch die wird die Regierung ganz bestimmt nicht an diese Konzerne vergeben. Jetzt haben Nostromo und ein anderer Konzern eine Handelssperre gegen Zarek verhängt. Sie haben eine Söldnerbande angeheuert. Die wird bei der Blockade die Drecksarbeit machen. Ich suche hier jemanden, der es mit diesen Söldnern aufnimmt. Garrick, einer unserer besten Piloten, wird sie unterstützen. Okay. Auch gut. Ich nehme mit, was ich jetzt kriegen kann. So. Die Karte. Da ist die Sidequest, die ist etwas außerhalb der Reichweite, das ist nicht so schlimm. Jetzt schauen wir nochmal ins Tagebuch. Aus religiösen Gründen ist der Verkauf von Androiden strengstens untersagt.
Das Nisbin-System, genau das war's. Ich bin hier im Kosrod-System und das Nisbin, wo bist du? Dahin. Halber Weg zur Sidequest. Na schön. Riskieren wir es mal. Flieg zu meinem Frachter, der Voskovska. Dort bekommst du die beiden Container. Pass dabei auf Piraten auf. Seit die gottlosen Thul ein paar Patrouillenschiffe zerstört haben, sind sie noch dreister geworden. Chiron, Garrick hier. Ich wurde gebeten, dich bei der Jagd auf die Söldner zu unterstützen. Ich fliege schon einmal voraus und erkunde die Lage. Wir treffen uns im Zielsystem. Wehe, du spielst ein falsches Spiel mit mir. Die Voskovska grüßt euch. Wir haben die Container wie vereinbart abgeladen. Ist wertvoll und zerbrechlich, also sei vorsichtig damit. Achte auf Sicherheitskräfte. Sie wissen, dass kostbare Shaska einfach nicht zu schätzen. Am Treffpunkt wartet ein guter Freund. Übergib ihm die Fracht. Er wird dir dann weitere Anweisungen geben. Okay. Unglaublich, ich bin schon wieder müde. Ein willkommener Gast zum Telmach-Ritual. Wir haben gehört, wie sehr deine Waren die Götter erfreuen. Übergib sie uns, sonst trifft dich der Zorn der 300 und dir unsere Waffen auch. Spüre die Faust, die Schilde verbrannt! Wir haben gerade eine verschlüsselte Nachricht von einem der Milizschiffe erhalten. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Ich habe die Koordinaten für unseren Treffpunkt in der Nachricht gefunden. Offensichtlich hat Mitri einen Freund bei der Miliz. Wir sollten die Container wieder einsammeln, bevor wir zum Treffpunkt fliegen. Sage mal, da ist der Container. Gut, was erzählt die Geschichte? Sammle die abgeworfenen Container ein und transportiere sie zum Treffpunkt im Nisbin-System. Suche dort den Kontaktmann und übergib die Container. So, Wegpunkt.
Patrouillenschiff. Aber ich glaube, das ist unser Kontaktmann. Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Mitri, möge Sverko ihn segnen, ist schon sehr lange im Geschäft. Seine Kontakte reichen weit. Ladet die Container ab. Ich kümmere. Seid vorsichtig. Irgendwer will Mitri zu den Göttern schicken. Gestern haben sich dunkle Gestalten nach ihm erkundigt. Wahrscheinlich gottlose Killer. Fliegt nun zu unseren Abgesandten im Vidal-System. Er hat wichtige Daten für Mitri. Ich übertrage euch den Schlüssel. Okay. Sehr interessant. Dann fliegen wir halt mal darüber. Das muss der Abgesandte sein. Ganz schön protzig, hier mit einem Kreuzer aufzutauchen. Komm, wir fliegen hin. Noch mehr neue Navigationsdaten? Nein. Kreuzer Variak Anterana, bitte übermittle Mitri. Sverkol wäre sehr zufrieden. Dank seiner Waren war das Ritual viel spiritueller als sonst. Hier sind die Zugangscodes für die Abrechnung. Daten erhalten, okay. Sverkoi hat uns zugetragen, dass in der Bar der Handelsstation ein paar Kopfgeldjäger nach Mitri fragen. Wahrscheinlich wurden sie von Fanatikern angeheuert, die auf Sverkois neues Ansehen neidisch sind. Sagt Mitri, er soll auf sich aufpassen. Wir sollten zur Handelsstation fliegen und diese Kopfgeldjäger finden. Wenn Mitri etwas passiert, kommen wir nicht weiter. Also gut. Da ist das Piratensystem. Dahinter noch eins. Jo. Dann schlagen wir uns hier mal durch. Ach ja, das Artefakt. Oh, das ist ja kilometerweit entfernt. Hilft nix. Quatsch mit Soße. Taste V. Für Zeitbeschleunigung. Ich hol mir jetzt erstmal noch das Artefakt. Was ist jetzt passiert? Ach. Shit, hurra. So haben wir nicht gewettet. Dann lade ich doch lieber mal. Sind die tatsächlich von der Station abgehauen und haben sich auf die Socken zu Mitri gemacht? Und ich dachte, ich kann erst einmal hier das Artefakt holen. Sauerei? Ah, ein willkommener Gast zum Thelma-Ritual. Wir haben gehört, wie sehr deine Waren die Götter erfreuen. Übergib sie uns, sonst trifft dich der Zorn der 300 und dir unsere Waffen auch. Gut, dann prügel ich mich jetzt hier schnell nochmal durch. Vorsicht mit dem Raptor! Seine Raketen sind bereits aufgeschaltet. Wir brauchen Unterstützung! Oh,
das war's schon. Wir haben gerade eine verschlüsselte Nachricht von einem der Milizschiffe erhalten. Mal sehen, was ich rausfinden kann. Ich habe die Koordinaten für unseren Treffpunkt in der Nachricht gefunden. Offensichtlich hat Mitri einen Freund bei der Miliz. Wir sollten die Container wieder einsammeln, bevor wir zum Treffpunkt fliegen. Ein Patrouillenschiff. Aber ich glaube, das ist unser Kontaktmann. Damit hast du wohl nicht gerechnet, was? Mitri, möge Sverko ihn segnen, ist schon sehr lange im Geschäft. Seine Kontakte reichen weit. Ladet die Container ab. Ich kümmere mich darum. Seid vorsichtig. Irgendwer will Mitri zu den Göttern schicken. Haben sich dunkle Gestalten nach ihm erkundigt. Wahrscheinlich gottlose Killer. Fliegt nun zu unseren Abgesandten im Vidal-System. Er hat wichtige Daten für Mitri. Ich übertrage euch den Schlüssel. Okay. Dann hüpfen wir mal darüber. Neue Navigationsdaten. Das muss der Abgesandte sein. Ganz schön protzig, hier mit einem Kreuzer aufzutauchen. Komm, wir fliegen hin. Noch mehr neue Navigationsdaten. Savariak Anterana, bitte übermittle Mitri. Sverkol wäre sehr zufrieden. Dank seiner Waren war das Ritual viel spiritueller als sonst. Hier sind die Zugangscodes für die Abrechnung. Sverkoi hat uns zugetragen, dass in der Bar der Handelsstation ein paar Kopfgeldjäger nach Mitri fragen. Wahrscheinlich wurden sie von Fanatikern angeheuert, die auf Sverkois neues Ansehen neidisch sind. Sagt Mitri, er soll auf sich aufpassen. Wir sollten zur Handelsstation fliegen und diese Kopfgeldjäger finden. Wenn Mitri etwas passiert, kommen wir nicht weiter. Ich habe da 4 Hunter auf dem Radar. Das könnten sie sein. Fluch des Jagdgedränge. Also los, dann machen wir den Alten fertig. Kann nicht so schwer sein. Der Typ fällt ja auf die dümmsten Tricks rein. Ist mir egal, warum der jetzt hier warten muss. Ich muss zurück ins Kosrop-System. Und zwar ganz, ganz eilig, weil da irgendwelche Gauner unterwegs sind, die meinen Partner hier ans Leder wollen. Das geht nicht.
schmuggeln. Wir sollten uns jetzt wirklich beeilen. Unterlegenheit ist dein Schicksal. Schildenergie verringert. Na, wer sagt's denn? Was verloren. Die Götter seien gepriesen für deine Hilfe, Chiron. Ich bin auf eine falsche Warnung hereingefallen und mitten in einer Falle gelandet. Wie ist der nur so alt geworden? Zum Glück haben die 300 dich rechtzeitig zu mir gebracht. Hast du die Codes dabei? Ja, wir haben die Codes. Ich übermittle sie jetzt. Dem Erleuchteten sei Dank. Damit kann ich endlich das Leben im All hinter mir lassen. Milizen, Piraten, jetzt noch die Thule. Das wird mir langsam zu gefährlich. Mit der Forschungsstation ist bereits alles geklärt. Überbringt Ramirez meine Grüße, wenn ihr ihn seht. Mögen die 300 euch schützen. Mitri hat es geschafft. Jetzt können wir auf der Station landen. Oh, genau. So, die Kopfgeldjäger. Boah. Knoten in der Zunge. Die Kopfgeldjäger sind keine Gefahr mehr für Mitri. Zum Dank für die erledigten Aufgaben hat Mitri seine Beziehungen spielen lassen und dir eine Landeerlaubnis für die Forschungsstation im Kosroth-System besorgt. Lande auf der Station, um Dr. Sarkov zu treffen. Vielleicht kann er dir bei der Suche nach Jack weiterhelfen. Na schön. Dann machen wir das doch mal. Gesegnet. Hier ist die Raptoren-Forschungsstation. Forschungsstation Poltava an ankommendes Schiff. Es ist uns eine Ehre, einen Freund der 300 bei uns zu haben. Der Direktor erwartet Sie bereits in seinem Labor. Die Landeerlaubnis wurde erteilt. Bitte folgen Sie dem Anflugkegel. Jack, dieser Hund. Sie haben recht, das riecht nach einer Entführung. Sarkov hat die Thule-Angriffe untersucht. Ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt. Er vermutete, dass sich die Thule für bestimmte Forschungen interessieren. Und? Was hat er herausgefunden? Keine Ahnung. Sarkov hatte wenig Kontakt zu anderen hier. Geheimaufträge und sowas. Ich weiß aber, dass er deswegen zu einigen Stationen Kontakt aufgenommen hat. Immerhin wäre das eine Spur. Haben Sie die Koordinaten? Ich lade sie Ihnen auf Ihr Schiff. Dich braucht er jetzt nicht mehr. Hier schaut sehr wüst aus. Sarkov wurde von Jack entführt. Du hast erfahren, dass Jack auf dieser Station war und sehr hastig zusammen mit Sarkov verschwunden ist.
Der einzige Anhaltspunkt ist eine Liste mit 4 Forschungsstationen, für deren Geheimprojekte sich Sarkov im Zusammenhang mit den Tool-Angriffen interessiert hat. Shurik wird dir die Liste nach dem Ablegen übermitteln. Okay. Jetzt die versprochenen Koordinaten, aber seid vorsichtig. Einige der Stationen wurden bereits von Tool-Drohnen überfallen. Ich werde allen Stationen Nachricht schicken, dass ihr vorbeikommt. Die 300 seien mit euch. Er hat uns eine Liste mit 4 Forschungseinrichtungen übermittelt. 3 davon liegen im Raptor-Gebiet, eine bei den Okto. Außerdem haben wir noch 2 Schlüssel für den Cluster Raptor Gamma erhalten. Befindet sich dort eine der Stationen? Moment. Ja, da ist eine. Gut, die ist unser erstes Ziel. Aha. Neue Nachricht erhalten. Gut. Jetzt werft neues Missionsziel. Was gibt's noch? Jetzt schauen wir uns doch mal die Karte an. Immer noch 1, 2, 3, 4 Artefakte, die ich einsammeln kann. Das passt, damit kann ich das Schiff schon gleich wieder hochschrauben. Die Story geht hier drüben in Raptor Gamma weiter. Jo. Was erzählen die Nachrichten? Hallo. Story. So. Von der Forschungsstation im Kosrat-System hast du eine Liste mit 4 Forschungsstationen erhalten, für deren Geheimprojekte sich Sarkov interessiert hat. Die erste Station befindet sich im Sakaterin-System. Richtig? Sakaterin, genau. Sakaterin-System des Cluster Raptor Gamma. Gut. Dann landen wir jetzt einfach mal hier noch auf dieser Handelsstation und beenden an der Stelle dann auch noch die Folge. So, wunderbar, das lief heute ausnahmsweise mal fast wie am Schnürchen. Dass ich da einmal geladen habe mit dem Spielstand, weil sich die Jungs hier plötzlich auf den Weg gemacht haben, hier Mitri in die Zange zu nehmen, hätte nicht sein müssen. Aber ja, das ist jetzt halt einmal so gewesen. Ist jetzt aber auch kein Drama. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie die Story hier weitergeht. Es hat ja alles am Schluss einwandfrei funktioniert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Ich bin neugierig, wie die Geschichte hier weitergeht. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Und ja, ansonsten schauen wir einfach mal, wie es in den nächsten Folgen von Dark Star One weitergeht. Und wie wir hier die Geschichte vorantreiben können. Geld ist inzwischen auch mehr als genug da. Ich kann hier auf jeden Fall mal meine Raketen wieder auffrischen und aufstocken, dass das funktioniert. Neue Waffen könnte ich mir auch kaufen, aber das brauche ich nicht. Ich bin hier gut ausgerüstet mit Klasse 4 Waffen, bis auf den Raketenwerfer, aber das ist nicht so dramatisch. Auch hier bin ich gut dabei. Eigentlich kann ich den hier mal verkaufen. So. Hier gibt es nichts weiter zu kaufen. Da bin ich durch. Die haben hier nichts Gescheites. Och, die hätten hier den Energiesammler X4. Was habe ich denn drin? In X4 oder beziehungsweise X40. Landecomputer. Ja. Das ließe sich alles auch noch auf die Dauer aufrüsten. Aber die haben halt hier nur Klasse 3 und nicht Klasse 4.
das wird sich auch noch im nächsten Prozess, in der nächsten Folge irgendwo im Spiel ergeben, das weiter aufzurüsten. Gut, dann beenden wir den ganzen Spaß hier für heute. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich schmeiß mich jetzt auch ins Bett. Draußen schneit's wie wild mal wieder. Und ich bin gespannt, wie ich morgen dann zur Arbeit komme. Ob ich überhaupt zur Arbeit komme. Keine Ahnung, wie das morgen laufen soll. Wir werden sehen. Ich kann euch dann vielleicht bei nächster Gelegenheit ein bisschen was erzählen. Und ansonsten sage ich einfach Ahoi, Servus Station und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und macht's einfach gut. Euer Captain. Tschüss.